Die Wirtschaft zieht an, die Lage am steirischen Arbeitsmarkt verbessert sich zusehends. Mehr Menschen finden wieder einen Job. Dabei helfen Erfolgsmodelle wie die Stiftung für Energie- und Umweltberufe, die bereits im Jahr 2010 vom AMS Steiermark gemeinsam mit dem Land ins Leben gerufen wurde. Hunderte Jobsuchende haben davon profitiert. Es sind in Summe fast 900 Menschen ausgebildet worden mit dem heurigen Jahr. 100% dieser Menschen haben eine tolle Ausbildung und 80%, und das ist wirklich sensationell, haben einen Job gefunden. Das Besondere dabei ist, dass ein Unternehmen eine offene Stelle zu besetzen hat, hier eben im Energie-Umwelt-Bereich, und niemanden findet, der genau auf diese Stelle passt. Da geht es immer um Qualifizierung. Kommt zum Arbeitsmarktservice, sagt, kannst mir helfen, und wir suchen dann eine Person, die annähernd passt, und dann bieten wir dem Unternehmen über diese arbeitsplatznahe Qualifizierung oder Stiftung an, wir können dir diese Person punktgenau qualifizieren mit unserem Partner Movement, aber es kostet dir einen Teil. Die Ziele und Erfolge der Stiftung passen perfekt zur allgemeinen Strategie der Steiermark, wie der Umweltlandesrat erklärt. Wir haben mit der Energiestrategie 2025 festgelegt, dass wir auf erneuerbare Energien vor allem setzen, dass wir setzen auf Biomasse, dass wir vor allem auf die Energieeffizienz setzen und dabei zusätzlich bis zu 25.000 Jobs schaffen wollen. Was wir sehen, dass wir also sehr wohl im Bereich Energie, im Bereich Klimaschutz, im Bereich Umwelt sehr, sehr viele neue Jobs schaffen konnten. Da, glaube ich, sind wir in der Steiermark auf dem richtigen Weg.